Birgit von Kobasiani und heute möchte ich euch zeigen, wie man an sich selber Maß nehmen kann. Es ist nicht der Idealfall, weil eigentlich sollte eine erfahrene Person die Maße nehmen und nicht man selber bei sich. Aber ihr wisst ja, wie es ist, das ist oft nicht möglich, wenn man für sich selber näht. Und deswegen zeige ich es jetzt euch mal, wie ich das mache. Ich mache das gerne vorm Spiegel, weil dann kann ich sehen, wie das Maßband sitzt und dann ist natürlich die Fehlerquote ein bisschen geringer. Wichtig ist auch, dass ihr ehrlich mit euch seid. Es nützt ja nichts, wenn ihr euch tolle Maße hier zurechtbiegt und die dann auf dem Papier schön aussehen, aber nachher das Kleidungsstück einfach nicht passt. Und ich bin auch der Meinung, dass das Kleidungsstück sich an den Körper anpassen sollte und nicht andersrum. Ich habe jetzt hier so enge Klamotten angezogen. Ihr sollt natürlich beim Maßnehmen auf jeden Fall in Unterwäsche sein. Da muss man sich noch Gedanken machen, auch welchen BH man trägt beim Maßnehmen. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich nur so ein Bralette anhabe oder was Gepaddetes oder ein Push-Up. Das hängt natürlich davon ab, was ihr gewöhnlich tragt oder wenn es ein Kleidungsstück für eine besondere Gelegenheit sein soll, soll natürlich die geplante Unterwäsche dazu passen. Dann brauchen wir noch ein Maßband und dann kann es losgehen. Ich fange jetzt oben an der Brust an. Das ist die breiteste Stelle am Körper. Ich lege ein Maßband um den Körper rum. Dann drehe ich jetzt den Spiegel und da kann ich wunderbar gucken und kontrollieren, dass es waagrecht liegt hier. Und das auch wirklich an der richtigen Stelle liegt, jawohl. Und ich lege immer noch einen Finger hier zwischen rein und lese dann das Maß ab. Gut, dann gehen wir zum nächsten Maß über, das ist die Taille. Das ist die schmalste Stelle am Körper. Okay, stopp, das war Blödsinn, da muss ich mich gleich korrigieren. Die Taille ist natürlich nicht immer die schmalste Körperstelle, je nach Figur. Aber das, was ich gleich mit der seitlichen Kurve erzähle, stimmt doch bei den meisten Körperstellen. Das ist hier, wo die Kurvenrichtung wechselt, auch an der Seite. Da kann man so ein bisschen ruckeln, dann rutscht es so rein. Mein Bauchnabel ist hier, also die Taille ist meistens ein kleines Stückchen oberhalb. Ich lege hier wieder einen Finger auch dazwischen, wie ihr seht. Versuche normal zu stehen, normal zu atmen und dann kann ich hier mein Maß abnehmen. Die nächste Stelle ist die Hüftbreite, die breiteste Stelle am Körper. Da kontrolliere ich jetzt auch nochmal rundum, ob das richtig liegt, nicht einzwängen. Auch wieder einen Finger dazwischen legen und dann kann ich das Maß. Okay, wenn ihr euch die Maße jetzt notiert habt, die ihr herausgefunden habt, dann könnt ihr besser die kritische Größe für euer Kleidungsstück aussuchen oder sogar selbst kostümieren. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Nähprojekt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.